Hallo, meine kleinen Loch Ness-Monsterchen und willkommen zu Part 22 von der Runaway Teen Challenge mit mir Nessie. Und wir sind gerade bei der Tierklinik, weil Chili krank ist. Weiß nicht, was sie hat. Anmelden und ich habe Angst, was sie hat. Ich weiß ja, dass Tiere eigentlich von Krankheiten nicht sterben können. Alexa, nee, ah, ich dachte, es wäre Alexa, wie auch immer. Ja, Alexa ist nicht mit dabei anscheinend. Gibt es hier Toilettenfrauen oder Männer? Hier ist die Frau. Ja, wir werden uns, hallo, komm, erstmal beruhigen, streicheln, küssen, auch wenn sie krank ist, sollte man eigentlich nicht tun. Bürsten verdient sie auch nochmal und umarmen, solange wir warten müssen. Im letzten Part haben Naya und Sandy geheiratet. Oh, ich muss ihren Nachnamen noch ändern, so gut. Ah, wir können schon hin. Wieso? Hallo. Wollten wir jetzt nicht eigentlich hin? Oh, was ist das denn? Soll ich mich nochmal anmelden? Kommen die? Oh, das ist doch wohl ein Witz. Wartet nochmal. Hier anmelden. Ich weiß, dir geht es nicht gut, aber Chili geht es auch nicht gut. Anmelden. Ja, jetzt müssen wir wieder. Wieso schläft dieser? Es kommt bald ein Tier zu dir und. Okay. Ja, komm, bitte. Diesmal kannst du hin, oder? Ja. Super. Was sollte ich. Hä, was habe ich denn eben gesagt? Ich würde doch irgendwas ansprechen, oder? Wir sollen Sandys Nachnamen umändern. Und was noch? Achso, ich wollte ja. Ich will noch zusätzlich Nayas Charisma-Fähigkeit verbessern. So. Die Untersuchung, die Diagnose für Chili lautet Eichhörnchenkratzerfieber. Welche Behandlung? Die teure Behandlung. Ich habe irgendwas gehört. Ich hoffe nichts. Ich hoffe nicht, dass. Oh Gott, etwas kaputt gegangen ist draußen. Oh nein. Streicheln, komm, dir geht's doch viel besser. Jetzt kennen wir nochmal. Küssen. Och Mann. Die tut mir so leid, die Chili. Na? Okay, geht jetzt auch mit gleich nach Hause. Wir werden nicht lange warten, weil du bist hundemüde und stinkst. Und du musst morgen zur Schule gehen, oder? Ja, Donnerstag muss. Also am Morgen zur Schule gehen. Und nochmal einen Schluck trinken. Ich mache nämlich die drei Parts, also Part 20, 21 und jetzt 22 mache ich hintereinander. Deswegen trinke ich ein bisschen mehr. Und jetzt, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Haben jetzt die beiden, also Naya und Sandy, frei? Oder haben die jetzt nicht frei, weil sie haben jetzt geheiratet, oder? Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Hast du Hunger? Nein, hast du nicht, zum Glück. Okay. Schnell nachdenklich duschen. Und dann kannst du schlafen gehen. Du gehst auf jeden Fall schlafen. Du bist nicht so müde, aber ich vertraue dir nicht alleine gerade. Ja, okay. Oder nee, wegwerfen. Hallo, 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 hallo. Und du wirst jetzt nichts auf
Dings machen, also auf dem Herd, sondern wirst einfach nur was schneiden. Und ja, beziehungsweise Obstsalat machen und wie war das? Gartensalat? Ach man. Draußen haben wir haben Winter. Ökologischer Fußabdruck. Neutral. Wir hatten doch immer, ja, ganz ehrlich, ist mir auch egal. Feuer wurde gelöscht. Ja, wegen wem gab es denn Feuer? Hast du dich mal das gefragt? Boden putzen. Du wirst hier ein bisschen arbeiten, ja? Dann kannst du ja schlafen gehen. Jetzt für die süßen Ding, Schlappen, Schuhchen, Schlappen. Ja, Schlappen halt, ne? Na, was brauchst du denn? Ach so, Kochfähigkeit Dings und oder Kolumne schreiben. Geht das denn? Muss das auf dem Computer machen? Ich krieg schon Kopfschmerzen von diesen Kopfhörern, die ich trage. Web? Auf E-Mail antworten, recherchieren, schreiben, Kolumne schreiben. Ah, okay, das ist interessant. Ich hatte nämlich diesen Job noch nie. Immer was Neues, ne? Kayla. Oh, wieso kommt das immer so? Yay, Kochfähigkeit 2. Eigentlich wollte ich nicht, dass du jetzt isst, sondern weitermachst. Let's go. Was geht hier? Und deine Ehef. Wieso hast du jetzt Weber? Nein. Nein, 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 nein. Das wird nicht die Familie Weber sein. Das wird ganz sicherlich nicht die Familie Weber sein. Entschuldigung, aber nope. Wie schreibt man Doppel-G, ne? Ne, Doppel-O. Ach, natürlich schreibt man das Doppel-O, das ist Familie Goethe. Und nicht Gott. Goethe. Und Familie Goethe. Sag mal, was hast du eigentlich noch so an? Hast du mehrere Outfits? Ja. Zum Glück, weil. Man sieht zwar die coolen Outfits, aber ich habe sie auch erstellt. Was erwartet man denn von so einem Sim, wenn er von mir erstellt wurde? Nur das Schlimmste aber natürlich, ne? Nein, Spaß. Was labert ihr? Ich führe Selbstgespräche. Das ist eigentlich geisteskrank. Nein, ist es nicht. Es ist normal. Redet so oft wie ihr wollt miteinander selbst. Aber wenn irgendwann was Totes, also Totes, ein Gegenstand euch antwortet und nicht Mensch, also wenn Mensch ist, dann ist es normal. Aber wenn ein Gegenstand euch jemals antwortet beim Selbstgespräch oder mit einem Gespräch mit einem Gegenstand, ihr solltet dann zum Arzt gehen. Und dann solltet ihr ernsthaft zum Arzt gehen. Geier gut und ja. Ich könnte eigentlich diese Eigenschaft mit den Hunden wegmachen, oder? Ja, ne? Hallo. Hier? Weg. Dafür könnte ich hier. Die wunderschöne Landschaft macht diesen Ort zu fürs Leben. Ja. Nein. Ja. Kochen für das. Ja. Das sieht toll aus. Na. Ah, hier ist ja auch noch was Schönes Verbranntes, super. Gehst dich erstmal kurz hinlegen und schlafen. Ach. Naja, geht es einigermaßen wieder gut und Gaia hat Hunger und wird duschen gehen. In Dusche singen, dann kannst du was essen gehen.
Okay, meine Sims buggen wieder. Alles verkaufen. Du kannst das wegwerfen. Gehst dann danach auf Toilette. Und dann... Ah, zur Arbeit gehen. Okay, du gehst erst zur Toilette. Du hast heute frei. Warte, du gehst erst auch nochmal auf Toilette. Dann gehst du essen. Du kommst gerade zu spät zur Schule, Fräulein. Machst du sauber, kannst du wegwerfen. Hier bin ich den ganzen Tag schon. So. Ja, der Geburtstag von Naya naht und zwar in 2 Tagen. Dann ist sie junge Erwachsene. Dann kommt Sandy mit ihrem Geburtstag und dann erst Gaia. Ah, wie schön, wie schön. Ich werde keinen Doppeltgeburtstag machen, das kann ich euch schon mal sagen. Es werden 2 Geburtstage sein. Hier mit Freundschaften schließen. Ich finde das immer toll, wenn sie neue Freunde bekommen. Und du stehst mal auf, dir geht es doch jetzt super. Heute kriegst du keinen... Julian. Oh, Julian ist nicht der Schönste. Na gut. Egal, fleißig arbeiten. Was können wir denn noch heute machen, außer Haushalt wieder zur Normalität zu bringen? Dann kannst du deine Fähigkeit Getränk mixen üben. Das ist alles sehr wichtig. Ich möchte... Nein. Wir wollen nicht abhängen. Oder? Sollten nicht die Kiddies, also die Zwillinge, jetzt schon Kleinkinder sein? Ja, ich hab's richtig erraten. Oh nein, wir könnten doch hingehen. Oh, jetzt bereue ich es. Aber es sieht aus wie ein Schneesturm. Ja, Schneesturm. Aktuelles Wetter. Du gehst doch nicht. Geh nicht raus. Nee, sorry. Dafür habe ich so große Angst, dass euch irgendwas passiert. Wie sieht eigentlich... Jetzt weiß ich gar nicht. Stammbaum. Ich wollte Baumstamm sagen. Okay, du bist Ehefrau mit Sandy. Du hast ja noch gar kein... Er hat ein Kind... Also Leo mit... Dings, sie hat Jenny. Gott, Jenny. Die haben sich ja noch gar nicht kennengelernt, ne? Und Halbbruder und insgesamt hat er 3 Halbgeschwister, also Leo. Finde ich echt interessant, wie die Familie Goethe sich so entwickelt hat. Warte, noch was, ganz kurz. Goethe, okay, Familie Goethe. Ich dachte schon, dass sie auch diesen... Was ist denn los mit dir? Ja, du willst nach draußen laufen. Geht doch aber nicht. Ich glaube, Chili hat sich verbuggt. Nein, eigentlich ja nicht, aber... Sie läuft die ganze... Ja, ich wollte schon sagen, sie läuft die ganze Zeit hin und her. Diesel? Wer bist du denn? Ja, ökologischer Fußabdruck. Das heißt, yay. Wann kommt mir eigentlich... Ah, du solltest jetzt... Ja. Na, Monika. Gerne. Wer ist denn Monika? Fütter. Ah, komm. Lass ihn einfach sterben, wenn es sein muss. Ich will echt keine toten Sims haben. Hier Tag verschönern. Über Interessen reden. Kompliment vom ganzen Herzen. Was? Naja, sollte sich über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Informieren dich mit Worten. Nein. Zu der weiteren Teil des Lebens von der Familie möchte ich nicht, dass...
dass Naya einen Job bekommt. Aber okay, das wird ihr alles schon mitbekommen. Also mitbekommen. Ich werde es euch schon alles sagen. Mit Rumschmusen angeben. Nee, lügen sollte man nicht. Du hattest nicht mal deinen ersten Kuss, du. Vollpfosten. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ihr habt keinen Beweis. Ich habe nichts gesagt. Über Frost beschweren. Outfit zeigen, so auch immer. Sandy hat. Ich habe vergessen, dass sie kleptomanisch ist und Dinge klaut. Was ist das? Jagd auf den vierfarbigen Regenbogen. Kinder, ach du Mutter Maria. Sie hat doch Augenfunke, okay. Geh kochen. Hier Würstchen und. Nee. Wegen Würstchen und Bohnen hatten wir dieses Problem. Post bekommen. Hier, erstmal Post bekommen, dann gehst du füttern und dann gehst du. Ja. Ich weiß, Schneesturm. Dann gehst du Macaroni und Käse machen. Wenn du das hier irgendwie falsch machst, dann weiß ich auch nicht. Und du musst dich mal wieder um deine tolle Katze kümmern, weil die hier gerade ihre 5 Minuten bekommt. Und hin und her rennt, wie verrückt. Na? Ich krieg richtig Ohrschmerzen wegen der. Ich wiederhole mich aber auch, ne? Okay, was hatten wir denn im Pri. Uni-Zulassungsbeschied. Adresse an Kim Good. Oh, das ist doch schon alt. Das ist doch. Ah, das kann. Ah, ich konnte beides auf einmal geben. Das kann Gaia gehören. Und zwar Samen öffnen. Haben wir hier irgendwas? Ja, ich glaube, das haben wir gar nicht. Spinat und grüne Erbsen. Karotten haben wir auch nicht. Nice, nice. Du wirst nichts erforschen, Fräulein. Es ist ein Schneesturm draußen. Dafür gehst du aber Reden üben. Und diese Musik geht mir so auf die Nerven. Ich möchte hier, wie heißt das? Pop, Hip-Hop? Und aus Hintergrund sind wieder nackte Sims. Ich weiß immer noch nicht, wieso das geschieht, wie auch immer. Ich möchte doch nur wissen, wieso Sims nackig rumlaufen. Ja, Level 3 der Kochfähigkeit. Und du, was für ein Level hast du denn schon? Level 4. Wie viel brauchst du noch zu? Oh. Könnt ihr ein bisschen hier so noch wartet? Ganz kurz. Sender wechseln. Romantische Musik, bitte. Da war Romantik, habe ich gesehen. Romantik. Und ein bisschen flirten. Bisschen Liebe zeigen. Bisschen. Oh. Tüchtelmächteln in der Schusche. In der Dusche wäre nicht schlecht, oder? Wie lange nehme ich schon auf? 20 Minuten, nicht ganze. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Und ich dachte mir was Neues mal wieder. Oh Gott, was mache ich wieder mit der Kamera? Aber das machen wir gleich. Alles gleich, ja, alles wird gleich passieren. Ja. Ich finde es so schön, wie glücklich die einfach zusammen sind. Das hätte ich echt gar nicht so. Ich dachte, es wird auch wieder so ein Chaos, aber es zeigt nur, wie sehr die zwei zusammenpassen und
Dass ich mir eigentlich einfach mehr Mühe gemacht habe. Oh Gott. Nein. Zur Arbeit gehen, ja. Nein! Naja, hatte noch so Glück. Also, ich wäre gestorben. Oh, sie hat gar nicht so schlechte Fähigkeiten. Also, die sind nicht so prallend, aber. Was hast du eigentlich? Angeln, Charisma? Oh ja, deine sind naja. Deine sind nur naja. Was muss man hier? Fotografie würde ich gerne noch mal ein bisschen verbessern. Bei dir tanzen wäre ich auch noch mal, würde ich noch mal verbessern. Singen? Ja, singen, singen. Videospiele nicht, Gartenarbeit auch nicht. Logik vielleicht, Charisma vor allem und Angeln ist dein Hobby, also. Ja, ich muss noch einiges bei dir verbessern. Oh Gott, nein, was passiert hier? Hans Gut? Nein! Habe ich es weggedrückt? Oh nein. So. Du gehst nicht weg. Du wirst jetzt mit deiner Ehefrau eine Sims. Wieso backt ihr schon wieder? Handy, sei leise. Ich muss es stumm stalten. Hallo? Ich mach gar nichts. Ich mach wirklich gerade gar nichts. Okay, ich bewege mit der Maus, aber. Bitte. Was ist mit meinen Sims heute los? Ja, geht doch. Eine tiefgründige Unterhaltung. Ihr werdet jetzt eine tiefgründige Unterhaltung führen. Dann möchte ich, dass ihr Erziehungstipps euch auch, ja, euch austauscht und auf Wiedersehen, Bewunderung ausdrücken. Eine fesselnde Geschichte erzählt und dann fällt die Entscheidung auf, wo ist das? Service engagieren. Sandy kann auch sich ganz kurz mit Laserpointer hier um Chili kümmern. Ihr wisst eigentlich ganz genau, was ich jetzt machen möchte. Da ich mit den Sims, also mit Gaia und Sandy, werde ich nicht weiterspielen. Und zwar möchte ich ein Baby. Ich will zwei Babys. Nadine und. Nee. Oh, Marcel und Marie. Aber ich kann nicht zwei auf einmal nehmen. Wen habe ich denn jetzt genommen? Marie, ne? Kannst du auch noch mal Baby holen? Service engagieren. Ganz kurz weg. Kind adoptieren und zwar Marcel. Marcel? Marcel. Ich will, dass sie jetzt eine Familie werden. Endgültig eine Familie. Also Familie sind sie ja schon eh. Sowieso eine Ehe ist schon ausreichend eine Familie sein, aber. Es bleibt bei Marie. Bleibt bei Marie. Und gleich wird es noch Marcel sein. Und wo wurde sie hin? Oh, no, 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 no. Oh Gott, ich muss das gleich wegmachen. Und zwar, ich glaube, Marie bekommt das Zimmer von Leo. Und Marcel bekommt das Zimmer, also das alte Zimmer von Hans. Ich glaube, so also gerecht wird das jetzt auch nicht sein. Oder die teilen sich irgendwie noch so auf, keine Ahnung. Die werden schon einen Weg finden, weil in 2 Tagen, nicht ganzen mehr, ist es Geburtstagfeier von, also, wie heißt die? Nayas Geburtstag. Und ich würde gern, dass sie es feiern. Na, natürlich möchte ich, dass sie es feiern. Okay, welches ist das? Das ist das. Das ist Dings. Also fürs Erste lasse ich sie im gleichen Zimmer. Hallo, Sims funktioniert mit mir. Und später werde ich denen ein neues Zimmer machen. Ja, die Farben lasse ich.
Mir ist nicht so schlimm, sind nur 2 Tage, 5 Tage. Komm, du kommst zu Marcel mit Flasche füttern. Du kommst auch hier hin und mit Flasche füttern. Ah, schmutzige Windel. Ja, trotzdem Flasche. Oh. Wir brauchen Licht. Bisschen kritisch, wenn. Ah, nee, wir haben doch Licht. Dann mache ich es anders. Elektronik? Nein, Beleuchtung. Beleuchtung. Hier so. Aber auch in Türkis. Ach, ganz genau. So soll es sein. Oder vielleicht mache ich den Zimmer zusammen, damit sie so und so für immer zusammen so. Wisst ihr, was ich meine? So unzertrennbar sind. Das wäre auch süß, oder? Was ist das denn? Ein Objekt steht. Oh. Mit Ute Weber in die Sterne gucken, aber mit deiner Mutter. Sandy fühlt sich eng mit Marie, dem Neuzugang in der Familie, verbunden. Herzlich willkommen. Oh, wie süß. Das gleiche hat sie mit. Oh nein, sie hat absolute Verehrung mit Marcel. Oh, ist das nicht süß? Ich habe mich so sehr in diese Serie verliebt. Das ist unglaublich. Alter, das ist so süß. Och, ich weine gleich. Wieso siehst du eigentlich nicht die Familie so? Ganz ehrlich. Leo ist ja dein Neffe. Neffe, ganz genau. Und Marie. Ah, nee, hier. Marcel ist auch dein Neffe und Marie ist deine Nichte, sorry. Ich könnte echt weinen. Geh aber erstmal schlafen, bevor du dich morgen, ich sag mal morgen, mit der Familie begrüßt. Nein, daraufhin gehen sie noch einmal, tut mir leid, aber techtelmechtel. Weil die freuen sich einfach, die freuen sich jetzt so, ihre Familie vergrößert zu haben und einfach zusammen zu sein. Das ist auch so süß. Die verdienen einfach so, so viel Gutes. Ich würde so weinen, wenn irgendwas meinen Sims passiert. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob es, wieso das so ist bei mir gerade. Aber ich habe mich noch nie so sehr in Sims, einer Familie verliebt. Also noch nie. Dieser Schneesturm macht mir ganz ehrlich Angst. Ach ja, ach ja. Oh nein, Marcel ist am Weinen. Wer schrie? Hier. Du? Schmutzige Windel. Dann kannst du verwenden und schlafen. Na. Na, wieso weinst du noch? Ja, wollte schon sagen, hier stimmt doch irgendwas nicht. Henrik und Michael. Ich möchte ihn immer noch Michael nennen. Nein, Michael. Ich habe ihn Michael jetzt genannt. Der heißt Michael. Wieso sage ich Michael? Das ist so komisch. Ah, derzeitige Studiengänge. Ah, bei Foxbury Institut. Also besser könnte es echt nicht sein, ne? Wartet, ganz kurz muss ich was gucken. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ich kann mich gerade echt nicht erinnern. Das ist, glaube ich, zu lange her, als
das passiert ist. Und zwar hier. Wohnt hier jemand gerade? Nee. Ich glaube, hier wohnen die ja gerade. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich wollte gerade den Grab von Laura holen, aber da wohnt ja niemand. Und die ist, glaube ich, im Haus gestorben, glaube ich. Also von uns gegangen. Sag mal nicht so gestorben, so, ne? Und ich weiß nicht, was ich machen soll mit dir. Also, bis jetzt war sie ja die ganze Zeit da und das ist schon, ich sag mal so, seit ihrem Tod sind schon ein paar Sims-Jahre vergangen. Oh, du musst auf Toilette. Man kann ja jetzt nichts dagegen machen. Oh, ich bin echt ein bisschen überfordert. Ach, mal sehen, mach sehen, mach sehen. Ja. Mal sehen, mal sehen. Duschen. Ach, Marie. Okay, jetzt weint Marie. Hier, dann fütterst du die beiden. Nein, hier erstmal liebkosen, dann füttern und auch liebkosen, dann gehst du weiterarbeiten. So. Und morgen hat Naya Geburtstag. Ich werde noch diesen Tag, ich sag mal so, zur Hälfte spielen. Und danach mache ich Stopp und werde mit euch den weiteren Tag spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich weiter aufnehmen möchte. Ich habe gerade so viele Aufnahmen schon im Voraus gemacht, deswegen weiß ich nicht. Ich habe auch sowieso Kopfschmerzen wegen den Kopfhörern. Ja. Ich wiederhole mich wie immer, ne? Aber trotzdem. Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen, da kann man nichts gegen machen. Uiui, nicht weinen, Baby. Aber was sie jetzt auch machen müssen, ist ganz schön viel Geld sammeln. Weil ich möchte. Wir brauchen ein bisschen Geld, um, ich sag mal, Naya zu geben. Aber wir können es ja auch anders versuchen. Ach, wie auch immer. Egal, egal. Ich bin wieder in meinen Gedanken ganz woanders, wo ich eigentlich jetzt nicht sein sollte, weil ich es eigentlich ja wie immer geheim halten möchte, tue ich aber nicht. Pff, ist ganz normal bei mir. Ach, ich ärgere mich aber immer auch darüber. Oh. Das ist so eine Tüte von Mimi. Das ist so süß, so süß, so süß, so süß, so süß. Bitte nicht sterben, bevor ich dahin komme. Ja, weil Liz Simsi sollte noch bisschen länger leben als Günther und. Oh nein, Günther bleibt. Günther und Lexi. Achso, und ihr beide sollt auch mal wieder beste Freunde sein, weil. Bitte in Wolken schauen, hier. Lass dein Essen jetzt in Ruhe. Oh nein, wieder von Eichhörnchen. Was machst du immer so weit weg? Oh. Ich mach's jetzt einfach, bis das Ding voll ist. Sieht man das? Ja, es geht wieder in die Höhe. Hast du dein... Ja, abgeschlossen. Oh, du kriegst halt vielleicht eine mehr genau. Beförderung. Oh nein, Marcel. Okay, du musst jetzt wieder... Du musst jetzt mal in die Schuhe... Schuhe. Ja, in die Schuhe gehen. Und du wirst dann nochmal mixen. Getränk zubereiten. Malzbierfloat. Nicht an der Arbeit, an der A arbeiten, ja. An der Bar arbeiten. Du wirst hier ein bisschen aufräumen. Ich würde aber. Wartet, wartet, wartet. Gerne wissen, was ihr Lieblingsgetränk ist.
Das weiß ich gar nicht. Ja, D2 geht es wieder besser. Das muss ich auch mal dekorieren, das Haus, also den Zimmer. Gibt es hier irgendwie bald irgendwelche. Ah, Fähigkeitstag. Dann Winterfest und danach kommt Silvester. Ah ja. Das könnte ich aber auch jetzt wieder verkaufen, ne? Ganz ehrlich, dieses. So ein Projekt. Ach nein! Oh, ist jetzt kaputt gemacht. Ey, man kann schon. Ihr Lieblingsgetränk ist. River Blossom Kranjalet. Nuhalla? Ich habe keine Ahnung, wie man das liest. Also, ich habe sowieso schon immer. Hatte schon immer Schwierigkeiten mit Lesen, aber in anderen Sprachen ist das noch ein anderes Level. Mit Kim angefreundet. Wie haben wir denn uns mit Kim angefreundet? Wir sind doch genauso wie früher, oder? Ah nein, wir sind sogar besser. Das ist ja spannend. Mit Hans sollten wir uns auch wieder mal befreunden. Leo, Gaia ist wieder gut. Was? Naja, sieht ein extrem. Was steht ein extrem wichtiger Test bevor, aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Sollen die mehrere Liter Kaffee trinken und über den Test büffeln oder eine leichte Aktivität? Man sollte nicht Leistungsverbesserungsplan, ja. Man sollte echt nicht übertreiben, weil sonst kann man echt verrückt werden. Kann sie ruhig mögen. Das kann sie ruhig mögen. Hier spülen, weil das hat irgendwie aus jemand aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Löschen. Und dann kannst du hier mit Leuten plaudern, mit denen du lange. Nee, mit den Kindern solltest du nicht plaudern. Das ist ein bisschen schlecht. Kannst du? Nein. Björn. Mit Alexa haben wir auch lange nicht geplaudert. Ui. Oh Gott, ich krieg Schluck auf. Marcel und Marie sind in deren Betten. Also ja, sind glücklich so rum. Dann können wir noch mal Lil Simsy füttern. Gaia, wie findest du, wenn uns Robo. Ja, ich bin dabei. Oh, wollen wir das jetzt schon machen? Nein, danke. Aber es würde doch so. Das passt doch voll, oder? Daran habe ich gar nicht gedacht, dass sie sowas reinmachen. Aber jetzt im. Lukas. Wartet, wartet. Noch 4 Tage. Oh. Lukas Munch. Finde ich echt interessant. Das ist sehr spannend gerade. Weil in jedem meiner Saves war der immer so ein, sag mal, ein bisschen hässlicher, ne? So ein bisschen nicht so interessanter Typ. Aber in diesem sieht der gar nicht so schlecht aus. Okay, ich weiß auch nicht, was ich hier laber. Mit Flasche füttern, liebkosen, hüpfen. Und ein weiterer nackter Sim. Das kann echt nicht das Ernst sein vom Spiel. Also, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber Sims zeigt mir gerne nackte Sims. Ja. Sims zeigt mir gerne nackte Sims. Ja. Applaus für mich. Ja, Applaus für mich. Los, geh zu deinen Kiddies. Und wieso läuft ihr die ganze Zeit in Winterkleidung im Haus herum? Es ist doch voll. Ich habe doch das warme Ding an, oder? Es sollte eigentlich warm sein, aber ihr läuft die ganze Zeit in Winterkleidung. Als wäre euch nicht warm genug. Hier kann man. Es ist gerade so kalt, dass es gar nichts mehr geht. Oder haben wir schon. Wir haben es ja schon verkauft. Oh Gott, ich habe es ja vergessen. Ja, man merkt, wie vergesslich ich eigentlich bin. Abgeschlossen in 4 Stunden. Bei der A. Ja, sie kriegt eine Beförderung. Freut mich. Yay.
Ja, das würde ich mir auch gerne wünschen bei dir. Ja, Leo! Wo ist er? Warte, du rufst erstmal deine tolle Katze und wirst dich bei, ja, Rügen streicheln. Wo ist Leo? Wo ist er? Leo? Habe ich weggedrückt? Ich habe doch OK gedrückt, oder? Wo ist der Leo? Wo ist Leo? Hier. Nein, der ist in der Nähe. Hä? Nein, das ist nicht Leo. Hüpfen. Oh, willst du dich um deine Neffen kümmern? Sie hat schon wieder was mitgebracht. Yay! Yay! Was haben wir denn bekommen? Warte, ganz gut. Da ist Leo, da kommt der. Aber im Inventar? Wow. Wow, nee, einfach nur wow. Das stelle ich einfach hier hin. Ist das nicht das gleiche Modell? Nahrungsprogramm-Dings? No. Ja, okay, das kann ich verkaufen. Und dieses Ding habe ich auch. Das ist von der Hochzeit, verkaufen wir auch mal. Das brauchen wir auch nicht. Entschuldigung, aber ich brauche das wirklich nicht. Ja. Hast du dich um den Kleinen gekümmert? Dann geh mal kurz zu Leo. Und bitte in die Wolken zu schauen. Sandy, du gehst mal zu deiner Ehefrau und gibst ihr einen Kuss. Ute, die Mutter und Vater und beide arbeitslos. Okay. Oh, ich finde das so schön. Wo bist du denn jetzt? Ja. Okay, wir kümmern uns jetzt mal um Leo. Wieso ist der beschämt? Müsst ihr euch ernsthaft erstmal nach reingehen, euch hinsetzen und dann rausgehen in die Wolke, um die Wolken schauen? Was denn jetzt? In der Stadt findet Gewürzfestival statt. Hier? Ah nein. Nö, nö. Habt ihr irgendwelche Gefühle füreinander? Also Gefühle? Sim-Profil? Rettungsschwimmer. Oha, wie süß. Das habe ich gar nicht gemacht. Das war süß von sehr. Oh, hier mit ihnen hast du auch gar nichts, ne? Kim Good. Kann plauder mal mit dem. Mit Sandy ist ja hier zu Hause. Laber mal mit der. Ich möchte, dass ihr euch mal befreundet. Oder ganz ehrlich, das Leichte ist bitte in Wolken schauen. Das ist Easy Peasy Lemon Squeezy. Oh, ihr könnt euch auch nicht mal küssen, ne? Ja, geht zur Arbeit. Oh, die muss auch zur Arbeit. Ist doch nicht ihren Ernst. Okay. Dann geh ihn nach Hause schicken. Ah, nee, wie war da? Wo, stopp, stopp, stopp. Nach Hause schicken und dann musst du selber arbeiten, ne? Oh, du hast ja einiges zum Erreichen. Schreib ihm, ich muss los, danke, bla bla bla. Du hier fleißig arbeiten, du hier bei Boss einschmeicheln. Ja, warum denn nicht? Solange den Kindern alles, also mit den Kindern alles in Ordnung ist, dann haben wir kein Problem. Möchte vorbeikommen, abhängen, ist das in Ordnung? Ja, Papa! Der Papse! Verwenden. Ich muss selber auch langsam die Toilette verwenden. Ah ja. Ute Weber. Hallo Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und zu deinem. Ich komme morgen.
Hey, aber Papa ist da. Über Träume reden. Komm, rede mit deinem Vater hier so. Na, Erfüllung irgendwas beschreiben. Liebevoll umarmen. Oh, kostenloses Mittagessen. Gaia liebt kostenloses Mittagessen, aber leider gibt es so etwas in ihrem Büro nicht. Soll sie sich bei dem Mittagessen von anderen borgen, Mittagessen borgen auf dem Mittagessen zu Leistungsverschle. Was? Gaia hört auf, Essen zu stehlen, aber stellt sich heraus, dass sie nicht die einzige Diebin war. Zu allem Übel wird Gaia nicht nur für die anderen Diebstähle verantwortlich gemacht, sondern sie hat immer noch Hunger. Oh nein! Oh. Wie versprochen, besucht. Du bist so ein braves Kind. Wir lieben dich. Hä? Du hast mich, also du hast Sandy besucht und ich sie dich. Eine Frage. Eine ganz kleine Frage. Wie kann der Vater jünger sein als Sandy? Sie ist in 3 Tagen Erwachsene und er. Okay, das werde ich später ändern, dass er zum Senior wird nach der Folge. Und ich glaube, ich werde auch hier Schluss machen, weil das macht keinen Sinn, weiter zu aufzunehmen. Ich lasse sie einfach schlafen, am nächsten Tag hat's. Ah, am nächsten Tag ist auch Samstag. Das heißt, dass sie alle, beziehungsweise naja, frei hat. Nee, du auch. Und ja, ist nicht schlimm um 18 Uhr. So, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Der Part hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr es euch anschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, tschüss.